Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Bootsvideo. Leute, ich kann euch gerade noch nicht mal die Nummer sagen. Ich glaube, es ist Boot Nummer 3, könnte aber auch schon 4 sein. Ihr seht, das ist schon etwas länger her, dass ich das Boot zu Wasser gelassen habe während eines Videos. Und so möchte ich heute auf eine kleine Tagestour mit dem Dominik gehen, mit einem Mittagessen am Strand, am Rhein. Und vorher möchte ich aber endlich etwas montieren, was hier schon seit Monaten in der Garage rumliegt. Sowas schiebt man sehr gerne vor sich her, der eine oder andere kennt das wahrscheinlich. Und zwar ist das ein paar sogenannter Slip-Räder. Die kann man dazu benutzen, um das Boot aus dem Wasser zu rollen, wenn man keinen Trailer hat oder keine Plane, wo man das dann drüber zieht. Weil auf dem rauen Uferboden kann man sich schon mal schnell den Boden kaputt reißen und das gilt es natürlich zu verhindern. Dazu gibt es eben diese Räder. Im Fahrbetrieb werden die so nach oben wegstehen und dann kann man die runterklappen, dann stehen die so rum. Und damit haben die dann Bodenkontakt und man kann das Boot prima aus dem Wasser rausrollen. Ja, das Ganze werden wir hier hinten an der Montageplatte festschrauben. Dazu werden wir jetzt bohren und dann geht es auch ab ins Wasser. So, das erste Rad hätten wir schon montiert, das hat wunderbar geklappt. Und jetzt wollte ich hier beim zweiten Rad noch ein paar Worte zu der Verschraubung sagen. Also als erstes finde ich es immer wichtig, so ein bisschen größer zu bohren, wie die Schraube ist. Ich habe jetzt 0,5 mm im Durchmesser mehr gebohrt, als die Schraube eben stark ist, um einfach eben den Toleranz in Rechnung zu tragen, weil man beim Bohren immer ein bisschen verwandert mit dem Bohrer. Beim Anzeichen macht man Fehler und wenn man das dann genau so spack bohrt, wie die Schraube ist, kann es sein, dass man nachher das Rad nicht drüber bekommt. Das ist auch immer so eine Sache, da kann man schnell Schnappatmung bekommen, wenn man das dann aufsetzt und merkt, eine Bohrung ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Das wird dann ärgerlich, da muss man eine neue Bohrung setzen, die alte Bohrung irgendwie versiegeln mit 2-Komponentenkleber, irgendeinem Harz oder sowas, weil hier ist natürlich Wasser im Spiel und das dürfen keine Löcher drin sein. So, des Weiteren haben wir hier so Unterlegscheiben mit dabei. Die legt man hier über den Schraubkopf drüber, um einfach eine größere Auflagefläche auf der Verschraubung zu bekommen. Weil hier handelt es sich um so eine Pressspanplatte und der Schraubkopf kann, wenn da eben Druck ausgeübt wird, im Material verschwinden. Und diese Unterlegscheibe, die sorgt halt dafür, dass das nicht so schnell passieren kann, weil die Auflagefläche vergrößert wird. Wenn wir uns so eine Unterlegscheibe mal genauer anschauen, stellen wir fest, dass die ausgestanzt ist. Das bedeutet, eine Seite, die ist so abgeflankt, so rundlich. Und die andere Seite hat hier so eine ganz leichte, scharfe Kante, so ein bisschen Rest von Grat oder sowas, ne? Und ich neige immer dazu, die scharfe Kante zum Material hin zeigen zu lassen. Das hat den Grund, dass durch diese leichte Wölbung, die durch das Stanzen entstanden ist, so ein bisschen Druck noch aufgebaut wird auf die Verschraubung, dass sie ein bisschen besser hält und auch vom Gefühl her besser abdichtet. Ja, weil diese leichte, minimale, scharfe Kante hier sich als ins Material noch reinfressen kann und damit die Bohrung so ein bisschen noch mit abdichten kann. So, des Weiteren, wenn wir dann diese Schraube hier einführen, gibt es hier noch sogenannte O-Ringe. Die setzen wir dann von außen auf die Verschraubung auf. Und dann schauen wir uns hier nochmal das Rad genauer an. Da stellen wir nämlich fest, da sind so kleine Vertiefungen drin. Das ist so ein bisschen abgesetzt. Da drin wird der O-Ring sich dann eben reinsetzen. Und sobald Druck auf die Verschraubung kommt, wird er sich so ein bisschen ausdehnen und die Verschraubung abdichten. Zusätzlich könnte man natürlich noch etwas Silikon auftragen und das Ganze dann richtig abdichten. Das sparen wir uns jetzt hier. So, dann setzen wir das Ganze eben auf. 4 Schrauben. Ist immer so ein bisschen fummelig. Man kann ja auch nacheinander reinführen. Ich habe es jetzt alle auf einmal gemacht. Dann kommt von oben drauf nochmal eine solche Unterlegscheibe. Und auch da wieder mit der scharfen Kante zum Material hin. In dem Fall auf das Rad drauf. Und das Ganze wird dann hier verschraubt mit einer sogenannten, ich bin mir gar nicht sicher, wie es wirklich heißt. Ich kenne es unter Stoppmutter oder selbstsichernde Mutter. Das heißt, die hat hier am oberen Kranz, da ist so ein Stück PVC eingearbeitet.
Das heißt, wenn man die Schraube aufsetzt und das Gewinde eben an den PVC rankommt, dann merkt man, dass sich da auch Widerstand aufbaut. Das soll einfach die Mutter gegen Lösen sichern. Und damit kann man das Ganze eben dann fest verschrauben. Aber denkt dran, nach ganz fest kommt ganz lose. So, die Montage der Räder hat sehr gut geklappt. Das hat jetzt etwa eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt muss ich aber leider feststellen, dass die Räder etwas kurz sind. Das Problem ist, ich konnte die nicht weiter nach unten montieren, weil ich sonst mit inneren Aufbauten vom Boot hier in Probleme bekommen hätte. Ist jetzt so, etwa der Radius, also der halbe Durchmesser der Räder, ragt über die Umrandung hinaus. Das sollte reichen, um das Boot einfach aus dem Wasser rollen zu können. Ja, jetzt muss man natürlich auch beachten, dass die jetzt dauerhaft fest montiert sind. Das bedeutet, beim Zusammenpacken könnte es etwas enger werden, aber ich denke, das sollte soweit hinhauen, also einpacken und ab ans Rheinufer. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich hier am Kölner Rheinufer an der Rodenkirchner Brücke. Dominik mit dabei an der Kamera. Vielen Dank, dass du hier unterstützt. Gerne. Und ja, jetzt haben wir das Boot schon soweit aufgepumpt und ein kleines Ärgernis liegt schon wieder hinter uns. Ich war eben schon mal hier gewesen, habe mich mit Dominik getroffen und da fiel mir ein, was habe ich zu Hause liegen lassen? Den Blasebalg. Leute, das heißt, wir haben eine halbe Stunde Autofahrt hin und zurück. Schlimm. Aber jetzt sind wir im Lauf. Jetzt werden wir mal hier die Räder runterklappen. Komm mal ran hier. So, die zieht man schon nach vorne und kann die dann runterklappen, dann rasten die wieder ein. So, ein bisschen anheben hier. So, also Bodenfreiheit ist nicht wirklich viel da. Wie gesagt, mit der Montage war ein bisschen problematisch. Aber machen wir so kleine Testrollen. Ja, Leute, läuft. Ne? Kannst mal vorne gucken, ob irgendwas von den hinteren Dingen nach vorne schleift. Kannst du mal filmen da? Das geht, ne? Das geht, alles super. Sehr gut. Da schleift nichts, da hängt nichts. Sehr gut. Alles super. Ja, dann würde ich sagen, montieren wir als nächstes mal den Motor. Bleib mal dran hier. Das ist immer das schwerste Teil. Der hat, wie gesagt, so um die 25 Kilo, maximal 30. Aber es ist schon, man kann ihn tragen, aber es ist keine wirkliche Freude, ne? So. Jetzt wäre natürlich der Super-GAU, wenn die Räder die Lenkung blockieren würden, also den Motor an sich. Jetzt, warum klappt der nicht da hinten weg jetzt? Ah, hier, okay, genau, das hat der Hebel. So, jetzt. So. Muss mal gucken, ob wir das hier schön mittig ausrichten. Dann werden hier die Schraubzwingen angeschraubt und damit klemmt der Motor sich dann an dem Klemmbrett fest. Dann mal gucken, ob wir hier nicht auf Grund laufen damit. Kann man hier entsprechend hochklappen. Ein bisschen fummeln. Ja, das sind alles so Angriffe, da muss man ein paar Mal gemacht haben, dann hat man das raus. Das erste Mal Boot aufbauen, das hat bestimmt eine Stunde, anderthalb gedauert. Jetzt sind wir schon in knapp 20 Minuten fertig, ne? Aber wir sind noch nicht im Wasser, ne? So, mal sehen. Paddel müssen wir auch noch montieren, für den Fall der Fälle. Aber ich denke, wird alles glatt laufen. Aber ohne Paddel, dann treibt man wirklich einfach so im Rhein und ja, muss dann irgendwie auf Hilfe hoffen oder so. Das ist schon wichtig, ne? Wenn der Motor versagt, dann muss man noch Backup haben. In dem Fall Manpower. So sieht das aus hier. Jetzt mal gucken, ob das mit Motor auch genauso gut rollt. Ja, super. So, dann bauen wir hier die nächsten
die letzten Aufbauten. Sitzbretter kommen noch rein und dann sehen wir uns gleich auf dem Wasser wieder. So, dann sind wir hier auch auf dem Wasser jetzt. Hat alles wunderbar geklappt. Mit dem Entern, sagt man ja, glaube ich, ist immer ein bisschen schwierig, da noch Kameraführung zu übernehmen. Dominik musste da mithelfen. Ich paddel jetzt gerade hier so ein bisschen vom Ufer weg, damit wir hier in die Strömung reinkommen. Und die ist richtig stark, Leute. Wahnsinn. Das wird man auf der Kamera so nicht sehen können. Aber jetzt hier am Ufer, füll mal rüber nach links, beziehungsweise rechts. Das ist schon nicht langsam. Ja, und jetzt haben wir genug Zeit und Ruhe hier im Treiben, den Motor anzuwerfen. Hinter uns das wunderbare Köln-Panorama, das sehen wir gleich. Ne? So, jetzt werde ich auch mal hier meine Helmkamera starten. Ja, zweite Perspektive, synchronisieren. So, dann geht das hier weiter mit dem Motor. Runterlassen, Benzin anklemmen und pumpen. So. Ich bin jetzt einfach mal so gemein und sag auch noch mal was in deinem Video. Ja. Man merkt schon gerade richtig krass, wie krass stark die Strömung ist. Ja. Weil wir waren eben da hinten bei den weißen Zelten. Wir haben jetzt keine Zeit, müssen hier starten. Und, ja. Jetzt sind wir. Und läuft. Leute, ich hatte so ein bisschen Sorge gehabt, dass das Ding nicht mehr anspringt. Der hat jetzt lange gestanden. Ich bin hier wirklich sprichwörtlich ins kalte Wasser gesprungen jetzt mit dem Motor. Ne? Aber läuft. Also, Gang rein und ein bisschen laufen lassen. Und der Motor ist aus. So sieht das aus. Gang wieder raus, bisschen Gas geben. Noch mal den Choke ziehen. Vielleicht ein bisschen länger warm laufen lassen. Ah, jetzt kommt er, sehr gut. Gang rein, Motor aus. Leute, ich werde wahnsinnig. Halt mal ein bisschen höher. Schock rein, bisschen Gas geben, nochmal starten. Schock wieder raus. Hä, Leute, irgendwas ist da nicht richtig. Solange wir nicht in der Fahrrinne sind, ist das alles kein Problem. Wir sind noch am Ufer relativ nah dran. Der Wasserstand vom Rhein ist aber relativ niedrig. Das heißt, einige Kanäle sind schon wieder sichtbar. Ne? Aber pst, im Himmelswunder, da gibt wieder Ärger. Jetzt zieht er endlich. Junge, Junge, da wird mir schon ein bisschen heiß jetzt, ne? Weil der Dominik hat schon so einen ganz ängstlichen Gesichtsausdruck, ne? Denkt, hoffentlich schippt das was. Aber jetzt läuft's, alles gut. Sind wir auch schon im Deutzer Hafen angekommen. Hinter uns die Severinsbrücke, die da majestätisch gerade von der KVB überfahren wird. Wir fahren jetzt hier auf die weggedrehte alte Drehbrücke drauf zu. Die befindet sich vollkommen in Sanierung. Ne? Da ist erstmal nichts mehr mit rüberfahren. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mehrfach erzählt. Ich werde sie nochmal erzählen. Aufgrund dieser weggedrehten Brücke, ja, die war vor, das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder so, da bin ich meine Runden durch Köln gelaufen und bin dann hier auch hier Alfred-Schütte-Allee gelaufen
Und ich laufe und laufe, wollte dann über die Drehbrücke gehen und da war das Drecksding weggedreht und man konnte nicht rüber. Ohne dass da ein Hinweisschild war und ich hatte keine Lust gehabt, zurück zur Südbrücke zu gehen. So bin ich dann hier diesen Landzipfel weitergegangen, bis kurz unter die Severinsbrücke und bin dann da vorne an der schmalsten Stelle durch das Hafenbecken geschwommen, weil ich es nicht eingesehen habe, da einfach wieder zurückzulaufen. Ne? So, rechter Hand dann jetzt hier Stützpunkt der Wasserschutzpolizei, unserem Freund und Helfer zu Wasser. Leute, das Wetter einfach geil, die Sonne glitzert da vorne malerisch im Rheinwasser. Dominik ist auch ganz begeistert, fährt jetzt zum ersten Mal das Boot hier. Muss man so ein bisschen reinkommen, ne? Wie reagiert der Gashebel, was macht der Motor, wenn man lenkt und so. Ne? Hat man ein paar Mal gemacht, dann hat man dann raus. Somit würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, denn ich habe noch etwas mitgebracht, was ich heute ausprobieren möchte. Und zwar ein wasserdichtes Case für die X2 und das wollen wir später mal hier an der Kaimauer versenken und so gucken, was so auf dem Uferboden los ist vom Rhein. Also, weiter geht's! Jetzt sind wir hier kurz vor der Severinsbrücke, wieder aus dem Deutzer Hafenbecken raus. Ich habe jetzt hier mal die Insta360 X2 vorbereitet und zwar habe ich da ein Watercase dafür, die habe ich schon da reingepackt. Und das Ganze hier mit so einem Schwimmkörper, den habe ich irgendwie zu Hause mal rumfliegen gehabt, den habe ich mit da dran gemacht. Das Ganze werde ich jetzt hier an dieses Seil befestigen und dann werden wir das samt diesem Gewicht im Rhein versenken und dann so über den Boden ziehen und einfach mal gucken, wie es da unten auf dem Grund so aussieht. Ne? Denn ich vermute einfach, dass hier so im Uferbereich, hier ist ja auch oft die Kirmes da oben, Deutzer Kirmes, dass da die Leute noch sehr viele Sachen ins Wasser werfen und dass man da einige interessante Sachen unter Wasser sehen kann. Ne? Und ja, dazu werde ich hier auf jeden Fall jetzt noch so einen Knoten ins Seil machen, mit der, damit das auch besser hält an der Kamera. Ne? So eine Schlaufe einfach rein. Ja, wir treiben jetzt hier gerade so ohne Gas, einfach im Leerlauf treiben wir hier gerade rum. So, hier so eine Schlaufe rein. Und das Ganze ist einfach völlig unprofessionell mit etwas Gaffertape oder Bühnenklebeband fixieren, den Schwimmkörper. So, wir sollen dann einmal dafür sorgen, dass die Kamera so ein bisschen... Also dass der Auftrieb hat, dass die Kamera, wenn möglich, so im Wasser hängt und quasi hinterher geschliffen wird. Das ist der Plan, das ist die Idee. Kann natürlich sehr, sehr teuer werden, wenn das abreißt oder hängen bleibt. Aber wir sind natürlich hier motorisiert unterwegs. Wir können jederzeit auch die Zugrichtung ändern, wenn wir uns irgendwo unten drunter festhaken sollten. So. So sieht das Ganze aus. Das ist das Setup. Ich hätte zur Not auch eine Taschenlampe da, aber ich denke, es könnte hell genug sein, dass man da unten was sieht. Ansonsten müssen wir nachjustieren. Und so würde ich sagen, versenken wir das ganze Ding mal einfach im Wasser. Ich drücke jetzt hier mal Aufnahme. Gucken, ob das läuft. Aufnahme läuft, sehr schön. Und damit würde ich sagen, noch ein bisschen Seil hier abspannen. Das hätte ich alles mal wieder vorher vorbereiten können, ne? Macht man immer so zwischen Tür und Angel. So, was soll der Geiz? Hinfort! So. Jetzt, wir sind auf dem Grund, so tief ist das hier gar nicht. Dann würde ich sagen, Dominik, ich versuche uns gerade mit dem Boot so ein bisschen rumzuziehen. Ja. So. Hasten? So, jetzt sind wir auf Grund, Gang rein und langsam vorwärts fahren. Ist drin und wir fahren langsam vorwärts. Sehr gut. So, ja, jetzt stoßen wir hier an, das ist nicht schlimm. Ja, und jetzt ziehen wir das Konstrukt hier einfach mal so ein bisschen hinter uns her und hoffen, dass wir hier, ja langsam, Standgas reicht. Kein, ne, weil wenn das hängen bleibt, dann kriegen wir hier einen Ruck, das muss nicht sein, ne? Genau, ja. Damit paddeln wir hier weiter. Wunderschönes Köln-Panorama, Leute. Einfach geil, ne? Der Herbst steht vor der Tür. Es ist relativ frisch, aber nicht so kalt, dass ihm die Finger abfrieren. Aber man merkt, es bricht eine neue Jahreszeit an. Da drüben haben wir den Dom, die Deutzer Brücke vor uns. Andere Richtung, die Severinsbrücke. Geil, weiter geht's. Nicht nur von der Stadt aus, sondern auch vom Wasser aus. Das ist ganz schön. We'll be right back.
damit treiben wir jetzt auch schon unter die Hohenzollernbrücke. Das ist auch bekannt als die Liebesbrücke. Der Kölner kennt das. Sie schmeißen die ganzen verrückten Pärchen ihre Schlüssel ins Wasser, von denen sie vorher das rostige Kellerschloss an das Geländer geklippt haben. Ne? Ja, hier könnte ich mir vorstellen, dass wir so vielleicht mit der Unterwasserkamera jetzt so ein paar Schlüssel sehen könnten. Ich habe gerade nochmal nachgerüstet, noch eine Taschenlampe dran befestigt, weil die erste Aufnahme war, glaube ich, ein bisschen dunkel. Und jetzt lassen wir uns hier noch ganz gemütlich vom Strom einfach ohne Motorkraft einfach hier unter der Brücke hertreiben. Leute, richtig malerisch, ne? Oh, 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 oh. Jetzt aber ist sie gerade richtig verhakt. Irgendwo klemmen wir richtig fest, wir kommen nicht mehr vom Fleck. Jetzt, Dominik, jetzt müsstest du mal den Gang reinlegen und nach vorne fahren. Na, ohne Gas, ganz gemächlich. Damit wir die Zugrichtung ändern. Weiter. Irgendwas richtig Dickes haben wir uns da gerade eingehakt. Weiter. Bisschen Gas geben, damit wir von der Stelle kommen. Leute, ist kein Witz gerade. Gas weg! Leute, ich brauche die Hände frei, sorry. Müssen wir uns später weitermachen. Oh. So Leute, das war gerade ein bisschen spannend hier. Die Konstruktion hatte sich wirklich da unter Wasser irgendwo richtig verkantet. Wir haben es jetzt durch ein bisschen Rumfahren wieder losbekommen, indem wir halt die Zugrichtung damit ändern konnten. Die Taschenlampe hat auf Blinkmodus umgestellt, aber das... Ach Mann! So. Aber das Konstrukt an sich, eigentlich eine richtig tolle Sache, ne? Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Aufnahmen. Wir werden gleich schon mal über das Handy so ein bisschen Preview machen. Jetzt treiben wir vorne auf eine Boje zu. Leute, die muss man überall seine Augen haben. Ne? Vor allem, wenn man so ein paar Spielereien auf dem Wasser macht, die einen vom eigentlichen Geschehen so ablenken. Ne? Da kann man schon mal irgendwo gegentreiben oder etwas übersehen. Leute, aber bisher wunderbar. Ich sollte auch mal auf Pause drücken hier mittlerweile. Aufnahme endet. Sehr gut. Die ist auch durchgelaufen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was diese Konstruktion hier uns für Aufnahmen liefern wird. So, geiles Teil. Watercase für die X2. Und damit würde ich sagen, Dominik, hast du Hunger? Ja. Sollen wir langsam mal so Richtung Mittagspause antreiben? Jetzt haben wir die Wahl. Rheinpark? Finde ich jetzt nicht so dolle. Ich würde vorschlagen, dass wir in Poll an den Sandstrand fahren. Ja. Mittagspause machen. Ja. Sehr gut. Aber Rheinpark kennen wir mittlerweile. Ja. Fahren wir nach Poll zurück, weil wir werden stromaufwärts jetzt richtig lange brauchen, Leute. Ne? Mit zwei Leuten in diesem kleinen Bötchen wird das schon eine Herausforderung. Aber auch diese werden wir meistern. Weiter geht's. Mittlerweile haben wir es schon 10:30. Wann sind wir los, Dominik? Um halb zwölf. Viertel nach elf, halb zwölf sind wir ins Wasser gekommen. Jetzt haben wir 10:30. Und Leute, es ist stromaufwärts. Sowas von müßig und anstrengend. Das macht echt keine Freude. Ne? Der nicht fahren muss. Ja. Die Zeit vergeht nicht. Dem Dominik ist schon die Hand wieder eingeschlafen. Das ist vom Vibrieren, von dem Gasgriff. Ne? Durch diese Vibration schläft dann irgendwann die Hand ein. Das ist wirklich keine schöne Sache. Also länger als 3 Stunden macht das wirklich keine Freude. Deswegen bin ich auch froh, wenn wir so in eine halbe Stunde werden wir bestimmt noch bis zur Rodenköchner Brücke brauchen. Wir sind jetzt gerade mal unter der Südbrücke durch, also entzieht sich Leute. Ne? Ich tippe mal, relativ zum Ufer bewegen wir uns mit maximal 5 km/h vorwärts. Also ist schon eine Herausforderung, deswegen bin ich auch froh, wenn wir gleich da sind und endlich ein paar leckere Maultaschen zubereiten können. Weiter geht's. So, dann sage ich mal herzlich willkommen hier am Sandstrand in Rodenkirchen, ne? Genau. Wir haben mittlerweile 13:22 Uhr. Leute, was hatten wir eben? 10:30 an der Südbrücke, ne?
jetzt fast eine Stunde gebraucht, hier noch mit Anlanden. Das hat ein bisschen gedauert jetzt. Wir sind hier über den Sandstrand erstmal an Land gefahren, haben dann aufgesetzt, viel zu früh, und sind dann hier über diese Buhne an Land gekommen, haben das Boot jetzt hier mühselig übers Ufer am Rand hier langgezogen. Jetzt liegt es hier auf dem Sand auf. Und jetzt gibt es hier endlich was zum Mittagessen. Ich habe den großen Esbit-Kochsystem dabei, ein paar Maultaschen. Dann gibt es den kleinen Snack und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause. Aber erstmal wird jetzt gekocht. Der Lageraufbau steht soweit. Was heißt Lager? Das ist hier nur für eine provisorische Mittagspause. Heute gibt es hier lecker Maultaschen, Suppenmaultaschen in zwei Variationen. Einmal Suppenmaultaschen mit Gemüse und einmal Suppenmaultaschen, ganz einfach. Die sind schon sehr schön klein portioniert. Beide, ja, wieder sowas, 300 Gramm, 250 Gramm. In dem mit Gemüse ist weniger drin, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil den Leuten vorgegaukelt wird, dass mit Gemüse gesünder ist. Da kann man dann weniger reintun für das gleiche Geld. So, auf jeden Fall werden wir das Ganze hier ganz primitiv in einer Buchstabensuppe einfach erwärmen, erhitzen. Dazu kippen wir hier mal so, da soll ein Liter Wasser rein. Aber ja, machen wir mal ein bisschen weniger, dann ist es was würziger, wie gehabt. Ne? Das kennen wir ja schon. Und das Ganze wird hier in Brand gesteckt mit Hilfe von Spiritus. Heute ganz primitiv im Feuerzeug. So. Oh Leute, es ist sehr kalt und windig. Das geht hier überhaupt nicht an gerade. Müssen sogar das Gas ein bisschen anwärmen. Dominik verzieht schon den Mund. Er fürchtet unser Mittagessen, dass es hier nicht warm wird. So, jetzt aber. Ja, es ist verdammt kalt. Scheiße, Leute. Oder? Brennt es? Ich glaube, ja, es brennt. Sehr gut. So. Brennt es wirklich? Ja. Also, drauf damit. Dann die Buchstabenzupterin. Da drauf dann noch, wo ist er? Der Brühwürfel, da oben. Der muss mit da rein. Dann lassen wir das Ganze einmal aufkochen. Und dann geht es ja auch Schlag auf Schlag mit der Essenszubereitung voran. Esbit mit Spiritus aufgeheizt, das geht immer sehr, sehr zügig. Ich müsste da eigentlich mal nachschauen, aber vom Gefühl her wird das so eine Heizleistung. 1,5 bis 2 kW werden das sein mit der großen Spiritusflamme, ne? Schätze ich mal so, Pi mal Daumen vom Gefühl her. So, das lassen wir jetzt wie gesagt hier einmal aufkochen. Dann schmeißen wir einfach die Maultaschen da rein, die wir jetzt schon mal öffnen. Dominik, kannst du erstmal nehmen und dass das hier nicht wegfliegt. Dankeschön. So, jetzt machen wir einmal die Suppenmaultaschen mit Gemüse auf. Einmal die Geruchsprobe. Ja, die riechen gemüsig. Und nach Maultasche mit so einem leichten Stich Ravioli. So, in die Richtung geht der Geschmack. Jetzt die ganz normalen Maultaschen. Ja, die riechen schon deutlich fleischiger. Auch mal eine probieren. Dominik? Ja, ich probiere auch mal. Ja, das kommt dann schon an den Maultaschengeschmack um einiges näher ran als die Gemüsemaultaschen. Trotzdem packen wir beide gleich einfach hier rein. Dann noch einen Schuss Rama-Creme Fien drauf, damit es ein bisschen sahniger wird. Und so lange genießen wir hier so ein bisschen die Sonne. Leute, also es hat wirklich so ein bisschen was von Urlaub. Wenn man nur so einen ganz kleinen Ausschnitt sich nimmt, Wasser und Sand, könnte man denken, man ist irgendwo am Strand in Urlaub. Aber nee, wir sind hier nur im kalten Köln, am Strandufer in Rodenkirchen. Auch nicht schlecht, aber jetzt wird erstmal gleich gegessen. So, die Essenszubereitung geht hier schon Schlag auf Schlag voran. Unsere Maultaschensuppe hier, die blubbert schon so richtig hoch. Oh, Leute. Und die quellen richtig schön auf.
glaube ich, auch ein bisschen zu heiß schon für die Abendmaultäschchen hier. Also wie so kleine Fische schwimmen die da rum und freuen sich gleich gegessen zu werden. Toll, ne? Der Dominik nebenan schauen wir uns jetzt gleich auch mal an, was da so passiert. Ich würde das gerade mal hier löschen, das Feuer. Ich denke, das ist heiß genug. So, dann lassen wir das hier einfach oben drauf stehen und geben jetzt noch hier, ach, jetzt habe ich nur eine Hand frei, aber ich denke, das wird auch so klappen, noch die Crème Feen dazu, diesen Schuss hier, um das Ganze so ein bisschen sahniger zu machen. So, dann rühren wir das nochmal durch hier. Leute, das wird uns hier gleich richtig gut gehen, ne? Wir warten jetzt noch, dass Dominik sein Essen da fertig wird. Und zwar hat er hier das kleine, runde S-Bit-System dabei und bereitet sich hier so eine Käse-Sahne-Pasta-Snack vor. Da werden viele jetzt die Augen verdrehen, aber ich habe das Zeug auch schon gegessen und das schmeckt richtig gut. Junkfood aus der Dose, selbstgemacht, fantastisch. Ja, und machen wir noch so einen kleinen Schwenk hier rüber. Dominik ist auch mit seiner Kamera da beschäftigt. Er dreht auch hier parallel noch ein eigenes Video. Bei mir gibt es die Making-ofs zu deinem Video. Genau, bei ihm gibt es so ein bisschen Making-of, den Blick hinter die Kulissen. Er filmt halt, also er unterstützt mich hauptsächlich in meinen Videosequenzen, aber ich filme auch für ihn schon mal. Und so ist das eine ganz schöne Symbiose. Und an diesem, was da mache ich für einen Tag? Montag, ne? Montag. Heute ist Montag. Heute ist Montag, ja. Genau, an so einem Montag sich hier so eine Auszeit gönnen zu können bei sehr schönem Wetter. Morgen soll es schon wieder schlechter werden. Das ist schon klasse, ne? Da hinten der Blick auf die Rodenkirchener Brücke, die da gerade sehr stark bebaut wird. Das ist irgendein Baugerüst, ne? Aber toll, Panorama. Da geht es dann runter nach Bonn. Vorher können wir schon auf Pochz blicken. Da ist der Pochzer oder Weißer Bogen ist das. Hier auf der Rheinseite wäre dann Weiß und gegenüber auf der Rheinseite wäre dann schon Pochz, ne? So sieht das aus. Leute, ich freue mich gleich, wenn es hier an die Verköstigung geht. Scheiße, der wird ab. Wird ja richtig warm, das Ding. So, 14.10 Uhr, das Essen ist angerichtet. Der Dominik hat hier heute probehalber sein kleines S-Bit-System ausprobiert. Wie ist gelaufen? Ich glaube ganz gut. Also es sieht zumindest so aus, als ob es lecker schmecken könnte. Ich probiere es mal. Ja, bin gespannt. Ist lauwarm, aber ja, ist essbar. Hättest du das Wasser noch ein bisschen mehr kochen lassen, genau, müssen. Ne? Ja. Das Problem ist natürlich auch, jetzt, heute ist es sehr windig. Und bei dem kleinen S-Bit-System wird dann die Hitze gerne mal weggepustet. Anders als bei dem großen Spiritus-System, da ist genug Hitze da. Und wenn da was weggepustet wird, ist nicht so schlimm. So, auf jeden Fall, ein wenig Enttäuschung steht dir doch ins Gesicht geschlagen, Dominik. Deswegen, ja genau, fangen wir mit dir mal an. Ja, damit. Gibt es jetzt von der Maultaschensuppe, Maultaschenbuchstabensuppe. Einfach mal blind hier reinschaufeln, unabhängig davon, ob es Gemüse oder normale Maultaschen sind. Nachher kriege ich die ganzen Gemüsewatt. Das ist schon gut durchgemengt hier. So, und für zwei hungrige, große Männer, da müssen auch zwei Portionen sein von den Maultaschen. Ne? Also sieht sehr gut aus. So. Ist das so ein doppelwandiger Becher? Ja. Nee, nein. Nein? Nee, ist nein, es nicht. Nee, nee. Gibt ja auch so doppelwandige Stahl- oder Aluminiumbecher, die halten so die Wärme ein bisschen besser. Ne? Aber wenn man das randvoll macht mit einer heißen Speise, wird das in sich schon gut isolieren und lange warm halten. Ne? So, jetzt hauen wir da noch ein bisschen Suppe rein, Flüssigkeit. Ja. Ja, bitteschön. Also zumindest ist es sehr warm und sehr heiß, heißer als meins. Ja, ja gut, wie gesagt, also mit so einem großen S-Bit-Würfel hast du vielleicht 600-700 Watt Heizleistung. Ja. Und mit dem Spiritus vielleicht bis 2 kW, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ne? Aber für was unterwegs schnell heiß zu machen, für einen Kaffee oder so, ist das eine super Sache. Ich habe das kleine System ja auch. Habe mir damit selber schon am Rheinufer so ein Snack-Ding da warm gemacht, auf so einer Tagestour durch Köln. Kann man gebrauchen. Für richtig zu kochen braucht es dann aber doch etwas Größeres. So, hier noch ein bisschen Zupp. So, Leute, es geht jetzt hier los. Hier haben wir noch Besteck. Der Dominik ist schon ganz nervös. Er hat so einen Hunger. Damit macht er mich nervös. Jetzt gibt es hier erstmal die Buttermilch. Ne? Die obligatorische. Heute zweimal Himbeere, damit es hier keine großen Diskussionen gibt. Ne? Wer kriegt wieder was? Genau. Ich nehme dann mal Himbeere, ne, heute. Oh, ich nehme heute auch mal Himbeere. Super. Dann, lieber Dominik,
Moment, wie lange dauert es? Ja. Auf einen gelungenen Montag. Prost. Geil. Geil. Leute, guten Appetit. So. Ich glaube, ich esse lieber mit dem Löffel. So, Leute, wir sind dann wieder auf dem Rückweg. Das Essen hat sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Jetzt haben wir nur so ein kleines Problem. Wir mussten jetzt wieder hier über diese Buhne. Ziemlich kompliziert das Boot hier ranziehen, rausziehen. Aber jetzt haben wir wieder genug Wasser unterm Boden. Das darf ich hier nicht mehr aufsetzen. Trotzdem wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter raus paddeln. Also es ist wirklich extrem flach hier, ne? Der Sand, der geht hier bis, also hier sind weniger als ein Meter. Jetzt wird es ein bisschen mehr, vielleicht ein halber Meter jetzt. Und richtig rudern will auch gelernt sein, ne? Das hat uns hier ein bisschen versetzt machen, so, genau. Jetzt haben wir auch so ein klein wenig Zeitmangel. Wir haben nämlich noch beide Termine, die wir wahrnehmen müssen. Und so fahren wir jetzt auch auf direktem Wege zurück zur Rodenkirchener Brücke, laden das Boot ein. Dort werden wir uns dann auch von euch verabschieden. So wie denn das Boot jetzt wieder gestartet kriegen nach der Pause und so weiter. Ne? Aber sieht gut aus. Oh. Steinen ist immer sehr wichtig. So, da sind wir auch wieder frei und in Fahrt. Sehr gut. Eben war noch eine Sache, da waren wir gerade das Boot am rausziehen. Da kam so ein großes Transportschiff vorbei. Das hat uns das gesamte Wasser weggezogen und das Boot war vollkommen gelandet. Ne? Da mussten wir erst warten, bis wieder die Flut von dem Schiff kam. Dann konnten wir das Boot weiterziehen. Und jetzt sind wir im Lauf. Noch wenige hundert Meter zurück bis zur Brücke. Und dann ist diese Tour auch schon wieder erledigt. Und damit herzlich willkommen zurück. Hier hat vor ein paar Stunden unsere Tour gestartet. Wir sind jetzt gerade wieder sicher gelandet. Und mit den Rädern hinten dran können wir uns gerade nochmal angucken. Also ist eine super Sache, ne? Das ist richtig klasse. Da kann man da die paar Meter mit über den Boden hier ziehen. Die können zwar ein bisschen größer sein, die Räder, und ein bisschen tiefer sitzen, aber für die paar Male, wo ich das Boot benutze, Leute, ideal. Super Sache, hat sich echt gelohnt. Dominik, vielen Dank für die Kameraführung, dass du mit dabei warst, tatkräftig unterstützt hast. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit Blick zur schönen Rodenkirchener Brücke. Bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Schaut euch auch Dominik sein Video an, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Madet Jod und tschüss.